Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Läufer-Talk in der zweiten Staffel. Ich bin natürlich wieder euer Gastgeber, der Uli, und ihr kennt mich ja. Und ich habe natürlich auch wieder einen Gast mitgebracht heute. Und das ist der Malte Kleen aus Oldenburg. Ja, Moin. ist ein richtig cooler Typ. Wir haben gerade eben auch schon ein bisschen gequatscht. Und ja, Malte, stell dich doch einfach mal auf meiner Community vor und was hast du so zu erzählen? Erzähl mal. Ja, genau. Ich bin Malte Kleen. Ich wohne in Oldenburg. Allerdings ist es das Oldenburg in Niedersachsen und nicht das Oldenburg, was man kennt, wenn man da aus der Ecke aus Kiel kommt. Und ich laufe seit etwa 4,5 bis 5 Jahren. Ich kann das gar nicht so genau. Man hat natürlich so ein Ziel gehabt, das war bei mir ein Halbmarathon, aber man hat natürlich vorher darauf hingearbeitet. Deswegen so ungefähr 4,5, 5 Jahre habe ich mit dem Laufen angefangen. Und ein Jahr länger esse ich schon und lebe vegan. Das sind die zwei Dinge, die ich ja, mich so seit 5 Jahren ausmachen, sage ich mal. Laufen und vegan leben und essen. Cool. Ja, also ich habe mich auch so mal so ein bisschen umgeguckt, was du alles so getrieben hast. Und du hast ja ein Projekt ins ja, umgesetzt. Eat Miles heißt das. Worum geht es denn da Genau. eigentlich? Was war der Hintergrund, warum du das gemacht hast, dieses Projekt? Und was sind eigentlich so die Inhalte, ja? Genau, das Projekt hieß Komplett Eat Miles Run Vegan. Das ist im Grunde genommen so ein Wortspiel aus Meilen fressen, vegan laufen, Ja. wenn man das so frei übersetzen möchte. Und ja, das Projekt beinhaltet, dass ich quer durch Deutschland laufe, 1800 Kilometer in 60 Tagen. Ich habe das vor etwas über 2 Jahren mal angefangen, grob zu planen, nachdem ich gedacht habe, ich möchte irgendwie mal eine lange Zeit und eine große Strecke zurücklegen. So ein bisschen wie, ich denke mal, Jakobsweg kennt irgendwie jeder, wahrscheinlich spätestens seit dem Buch von Hape Kerkeling. Und da war bei mir immer auch so ein Gedanke, sowas mal selber zu machen. Irgendwie einfach, ja, was machen, was nicht so viele Leute machen, vielleicht auch Leute kennenzulernen auf dem Weg und irgendwie ganz viel zu sehen. Mir war es dann so, dass ich mich recht schnell entschieden habe, in Deutschland zu laufen. Ein bisschen die Sprachbarriere zum einen. Mein Englisch ist okay, aber Spanisch spreche ich zum Beispiel gar nicht, wenn man jetzt mal Ja. wirklich von dem ganz klassischen Jakobsweg spricht. Und genau, dann habe ich so angefangen, die Strecke zu planen. Im Grunde genommen habe ich nur geschaut, wo ist eigentlich der nördlichste Punkt in Deutschland? Es wäre auf Sylt. Ich wollte jetzt allerdings nicht mit dem Zug nach Sylt hochfahren, um dann wieder am selben Tag runterzulaufen und wieder zurück. Dann hatte ich mich irgendwann für Flensburg entschieden, so als größte Stadt. Ja. Ja, größte Stadt für mich zumindest so im Norden. Und habe dann geschaut, okay, was ist so südlich die größte Stadt, was passt irgendwie. Und da habe ich mich dann für Augsburg entschieden. Und erst war die Strecke schnurgerade. So. Dann habe ich allerdings mal bei einer Mitgliederversammlung von dem Verein Laufen gegen Leiden, in dem ich jetzt auch schon seit, ich denke, ungefähr 4 Jahren Mitglied bin, mal angefragt, wo denn Mitglieder von uns wohnen. Und dann ist die Strecke, ja, die Strecke geworden, wie ich sie jetzt auch gelaufen bin. Also es war wirklich ein Kreuz und Quer durch Deutschland. Und genau, zu Laufen gegen Leiden im Verein, also das ist ein deutschlandweiter Verein, der erste vegane Sportverein oder Laufverein Deutschlands ist. Und da sind auch schon wieder die zwei Themen, die mich so interessieren, Laufen und Veganismus, im sehr guten Einklang, sage ich mal. Ja, da habe ich auf jeden Fall die Strecke danach geplant, hatte natürlich hier und da irgendwie noch Lücken dazwischen. Die konnte ich dann auffüllen, indem ich in der Facebook-Gruppe von Bewegt nachgefragt habe. Der Bewegt-Podcast ist bestimmt auch ein Begriff von Katrin und Daniel. Und
Genau, da habe ich dann nochmal wieder ein paar Übernachtungsangebote bekommen auf meine Nachfrage. Und ja, so ist die Strecke halt gewachsen, sage ich mal. Am Anfang waren es ungefähr 1600 Kilometer, dann hatte ich so circa 1800. Ganz genau kann ich mittlerweile sogar sagen, waren es 1879 Kilometer. Jetzt. Und wie hast du die aufgeteilt, die Strecken? Wie ist das dann nachher aufgeteilt gewesen? Wie weit bist du denn da so gelaufen, immer so pro Etappe? Genau, also ich hatte dann irgendwann festgelegt, dass ich nicht unbedingt länger als 50 Kilometer laufen möchte, eher kürzer. Und ich hatte dann natürlich schon viele Übernachtungsmöglichkeiten und das waren dann erstmal auch so die Etappen. Manche waren sehr lang, also die längste Etappe war 47 Kilometer. Das war von Schwerin zum Land der Tiere. Zum Land der Tiere erzähle ich gerne später auch nochmal was. Und es gab aber auch Strecken, die waren sehr kurz. Zum Beispiel von Herten nach Bochum im Ruhrpott. Das waren dann nur 18 Kilometer. Das, genau, anhand dessen habe ich das so ein bisschen geplant, wo die Leute wohnen. Und da, wo ich keine Übernachtungsmöglichkeiten hatte, habe ich einfach geschaut, dass ich so ungefähr die Mitte treffe, wo ein etwas größerer Ort ist, wo im Idealfall eine Jugendherberge oder ein Hotel oder eine Pension ist, damit ich da dann übernachte. Mhm. Und so hat sich das dann entwickelt, dass es dann auch 60 Tage waren. Mhm. Ich muss noch dazu sagen, ich hab im Grunde genommen zurückgerechnet. Ich habe nämlich irgendwann mal geschaut, an welchem Tag könnte ich ankommen, was vielleicht zum Thema passt. Und der 4. Oktober ist der Welttag des Tierschutzes. Und das passt natürlich zu dem Thema. Ich laufe für den Tierschutz. Mhm. Und dann habe ich den 4. Oktober als Zieltag ausgewählt und habe im Grunde genommen zurückgerechnet, wann ich dann loslaufe. Und so ist es dann mit den 60 Tagen auch entstanden. Und wie hast du dich darauf vorbereitet damals? Du hast aber sicherlich auch ein bisschen Vorlauf gehabt. Du bist ja nicht einfach jetzt so gesagt, so, bupp, jetzt laufe ich jetzt ab heute 60 Tage lang. Nee, also dadurch, dass ich ja vor 2 Jahren so die grobe Planung angefangen habe oder die Idee gereift ist, habe ich dann schon, ich sag mal, vor über einem Jahr habe ich angefangen, jeden Tag zu laufen. Das war zum Teil so ein bisschen, um das auszuprobieren. Schaffe ich eigentlich 60 Tage am Stück? Ich habe schon zweimal diesen Januar-Streak von der Runner's World mitgemacht und finde das auf jeden Fall, fand es immer sehr interessant, jeden Tag laufen zu gehen. Mhm. Und dann habe ich am 10. September letztes Jahr so angefangen, ein paar Tage hintereinander zu laufen und da hat sich das dann auch so entwickelt, dass es immer mehr wurde und ich bin dann dabei geblieben irgendwann, also heute, ich war vorhin schon laufen, war zum Beispiel Tag 403. Also ich laufe jetzt nicht nur diese 60 Tage innerhalb meines Projektes, sondern ich bin schon seit 403 Tagen jeden Tag laufen gewesen. Mit dem Ziel? Mit dem Ziel? Was für ein Ziel verfolgst du damit? Willst du dann jetzt durchziehen bis zum deinem Lebensende? Bis ich sage, ich möchte nicht mehr oder es geht nicht mehr, weil irgendwie dann Knochen oder Muskeln irgendwie zu sehr beansprucht werden. Mhm. Aber ich habe keine Zielmarke, sage ich mal. Genau, das war so eins. Und als es dann konkreter wurde, habe ich dann natürlich auch geschaut, dass ich mal in einer Woche jeden Tag 20 bis 25 Kilometer laufe, um zu gucken, wie verhält sich der Körper da. Und habe gemerkt, okay, das geht auch. Und so 4 Wochen vorher habe ich dann auch angefangen, mit dem Rucksack zu laufen. Also ich hatte im Grunde genommen ist es eine Laufweste, die schon wirklich so eng anliegt wie Laufwesten, nur dass hinten einfach 25 Liter Platz ist für Klamotten und diverse Sachen, die man so mitnehmen muss.
Und so habe ich mich peu à peu quasi daran getastet, die verschiedenen Bereiche dieses längeren Projektes einfach mal so einzeln da herangetastet. Warum hast du denn gerade dieses Thema dann genommen, dass du da jetzt fürs Tierwohl läufst? Und warum bist du jetzt nicht Mischköstler, sondern komplett das Gegenteil, sondern Veganer? Wie bist du dazu gekommen? Was sind die Hintergründe? Das würde mich auch mal interessieren oder wahrscheinlich auch die Zuschauer. Weil gerade Langstreckenläufer beispielsweise oder auch Ultraläufer, da sind sehr, 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 sehr viele sogar vegan, auch im Leistungssport. Auch mal für bestimmte Phasen ist es so, dass da, kann ich mal so ein bisschen was einwerfen, die meisten dann auch sich teilweise dann auch vegan ernähren, auch wenn es dann nur zeitweise ist, wegen der Leistungssteigerung unter anderem, weil das dann halt nicht so belastend ist, auch für den Körper teilweise. Ne? Und warum ist es bei dir so der Fall? Also angefangen hat es so, dass ich eine Zeit lang mich vegetarisch ernährt habe, aber dann also auch aus ethischen Gründen, weil ich gesagt habe, es muss nicht sein, dass Tiere für meinen Konsum oder für meinen Geschmack sterben. Und dann habe ich aber recht schnell nach wenigen Monaten gemerkt, aber es ist irgendwie nicht konsequent genug, weil eine Milch zum Beispiel gibt eine Kuh ja nur, wenn sie vorher geschwängert wird und ein Kalb bekommt. Und das Kalb wird der Kuh dann weggenommen, damit die Menschen die Milch trinken. Das war für mich dann auch im Grunde genommen, wird das Tier über eine längere Zeit sogar noch gequält. Anders kann ich es gar nicht beschreiben. Und kommt dann später so oder so auch zum Schlachter. Dann habe ich gesagt, okay, ich stelle es komplett um, meine Ernährung. Vegan, habe das mit so einer 30-Tages-Challenge ausprobiert, um zu gucken, okay, wie verhält sich das eigentlich? Und habe dann aber gemerkt, dass mir einfach überhaupt nichts fehlt und habe dann auch erst so gemerkt, wie umfangreich man im Grunde genommen vegan kochen kann. Ich habe vorher vielleicht Kidneybohnen und Mais, ne, wenn man irgendwie Burritos macht und so, aber mittlerweile, es gibt so viele verschiedene Sorten von Bohnen und Erbsen und Linsen und weiß nicht alles. Also es gibt, mein Essen ist sehr, sehr vielfältiger geworden irgendwann. Und der Aspekt, um das mit dem Sport zu verbinden, ist auf jeden Fall so, dass ich gemerkt habe, ich kann viel schneller wieder laufen. Ja. Weil die Regenerationszeit so kurz ist. Also diese 60 Tage im Durchschnitt sind es 30 Kilometer gewesen pro Tag. Das so fahren zu können, schiebe ich auf jeden Fall auf die pflanzliche Ernährung. Ich hatte natürlich am Anfang so ein bisschen die Umstellung darauf, jeden Tag viele Kilometer zu laufen. Das hat der Körper natürlich schon erstmal so, hey, Moment, das haben wir so aber vorher noch nie gemacht. Aber das ging dann recht schnell, dass der Körper sich so eingegroovt hat und gesagt, okay, das machen wir jetzt und ich bin gut damit. Und ich glaube, so ab Tag 4 hatte ich auch keinen Muskelkater mehr. Also die ersten 4 Tage war es auch nicht schlimm. Also ich konnte schon noch irgendwie nachmittags auch irgendwie nochmal einen Spaziergang zur Regeneration machen oder mir die Stadt anschauen oder so. Ab Tag 4 war es dann so, dass die Beine, die Muskeln auf jeden Fall das so mitgemacht haben. Ich denke, das spricht auf jeden Fall irgendwie dafür. Cool. Ja, ich bin selbst auch noch so am Überlegen für diese Ultramarathon-Geschichte, ob ich da nicht auch eine Phase mal einlegen sollte, wo ich dann rein pflanzlich unterwegs bin. Also, ich glaube. Hier ist aus und berichte. Ich bin neugierig. Ja, ich auch. Also, absolut. Ja, das soll aber jetzt nicht das Thema sein. So, sag mal, wie bist du denn eigentlich damals mal zum Laufen gekommen? Das ist so eine klassische, Frage, die ich eigentlich so stelle. Du hast mal gesagt, so vor 5 Jahren hast du mal angefangen. Warum eigentlich das Laufen? Was hast du vorher vielleicht mal für einen Sport gemacht? Warst du da auch mal laufen? Bei mir war es jedenfalls mal so, kann ich auch mal ganz kurz einwerfen,
Ich bin eigentlich durch den Fußball und durch meinen Vater nachher zum Laufen gekommen. Mein Vater war Marathonläufer und zum Fußball halt so, ja, habe ich das dann halt sekundär genutzt, dann halt um Kondition aufzubauen und so weiter. Und wie war es dann so bei dir? Ja, also bei mir war es, ich war schon früher so dieses Sportabzeichen, was man irgendwie immer gemacht hat damals, das definitiv. Dann habe ich verschiedene Teamsportarten ausprobiert und hat aber mir immer nur für eine gewisse Zeit war es dann interessant. Also da war Basketball dabei, da war Volleyball dabei. Mhm. Tischtennis hatte ich mal eine Zeit lang gespielt. Dann habe ich eine Zeit lang einfach keinen Sport gemacht. Ich glaube, vor 9 Jahren, ich habe irgendwann mal so ein bisschen durchforstet, wann eigentlich mein erster Wettkampf war. Und vor 9 Jahren war es hier in Oldenburg der Brunnenlauf. Das ist auch schon eine ziemlich, ziemlich alte Laufveranstaltung. Und habe da dann gesehen, okay, das war auf jeden Fall so ein Lauf, den ich mal gemacht hatte. Dann eine Zeit lang wieder gar nichts. Und dann hat das, wie gesagt, so vor 5 Jahren, ich brauchte so ein bisschen was als Ausgleich neben der Arbeit. Ich arbeite im Einzelhandel, da bin ich zwar auch viel auf den Beinen, aber für mich war das Laufen dann eher, um den Kopf irgendwie abzuschalten, weil im Einzelhandel hat man immer sehr viele Menschen um sich herum und wenn man läuft, ist man einfach so für sich alleine. Ja. Nicht wie jetzt bei Teamsportarten. Natürlich kann man laufen auch sehr gut zusammen. Mittlerweile mache ich das auch gerne wieder, aber zu der Zeit habe ich es einfach genossen. Laufschuhe an, vielleicht noch Kopfhörer rein und einfach los. Und so den Moment, in dem man einfach mal so alleine ein paar Kilometer zurücklegt, zu genießen. Genau, so bin ich dann wieder zum Laufen gekommen. Und ich habe auch dann ziemlich schnell gemerkt, okay, ich brauche immer so ein Ziel. Also ich habe damals zu der Zeit im Discounter gearbeitet und der hat angeboten, dass man sich zu einem Halbmarathon oder Marathon anmelden kann. Die wollten natürlich ein paar Mitarbeiter, damit die auch so eine Außenwirkung. Jeder von uns hat dann natürlich das gelbe Leibchen anbekommen, damit man sehen konnte, okay, ein großes Team von dem Discounter ist dabei. Das ist natürlich dann auch immer Außenwerbung. Aber das war im Grunde genommen so der Startschuss für das, was ich jetzt laufe. Also das war wirklich nach dem Halbmarathon habe ich, wie man so schön sagt, Blut geleckt und bin dabei geblieben und habe immer neue Herausforderungen gesucht im Laufen. Ja, das ist schön, dass du das so sagst halt. Ne? Das ist wirklich so, man zieht die Laufschuhe an und dann ist man so in seiner eigenen Welt. Man läuft los und ist alleine und ja. Da geht mir das Herz auf, echt. Total, ey. Ja. Ich glaube, jeder Läufer kann das auch nachvollziehen, der jetzt zuschaut. Ja, du, was hast du denn so geplant jetzt so für nächstes Jahr? Willst du jetzt wieder so ein Ding drehen, dass du da so ein Riesenprojekt machst? Oder ist das jetzt jedes Jahr oder wie läuft das ab? Für nächstes Jahr habe ich noch keine Ideen. Ich bin mal gespannt, ob nächstes Jahr vielleicht wieder ein paar Veranstaltungen stattfinden können. Ja. Was auf jeden Fall sich jetzt so auch durch den Lauf, aber vorher auch schon so ein bisschen bei mir gezeigt hat, ich finde Langdistanz, also Ultra und Trail-Läufe mittlerweile sehr viel interessanter als klassische Straßen, Marathons oder Halbmarathon oder 10-Kilometer-Strecken. Ja. Das hat sich auf jeden Fall jetzt so bei mir gezeigt. Und also es gibt so ein paar Ideen für jetzt nicht so super lange Sachen wie dieses Jahr. Aber ich hatte auf meinem Lauf einige Lebenshöfe besucht. Mhm. Unter anderem eben das Land der Tiere, Stoppels offener Lebenshof war dabei. Und Achtung für Tiere, weil die habe ich auch besucht, aus dem Grund, weil Laufen gegen Leiden, der Verein, sammelt Spenden und gibt diese weiter an Lebenshöfe. Lebenshöfe kümmern sich um Tiere, die vor der Schlachtung gerettet werden, zum Beispiel, oder
die kümmern sich um Legehennen, die eigentlich auch geschlachtet werden sollen, weil sie einfach nicht mehr die Menge an Eiern legen, die gefordert werden, sage ich mal. Und die kümmern sich dann um die Tiere bis zu ihrem natürlichen Tod. Es gibt jetzt seit einigen Monaten den Film Butenland, den ich mir auch schon angeschaut habe, kann ich sehr empfehlen. Butenland ist ein Lebenshof, der ist in der Nähe von Nordenham. Das sind 60 Kilometer von Oldenburg entfernt. Und das ist so eine Idee, die so ein bisschen gereift ist, ob man mal von Oldenburg nach Nordenham läuft, um den Lebenshof zu besuchen. Das wäre dann entweder eine Tagestour oder eine Zweitagestour. Aber das ist jetzt erstmal wieder in der Grobplanung und es ist ja nicht so viel. Das könnte man relativ kurzfristig machen. Ja. Finde ich relativ. Ja, das ist doch cool. Ja. Ja, das ist immer sehr interessant, was die Gäste hier immer so zu erzählen haben, weil jeder, ja, das Laufen vereint uns ja irgendwo, ne? Aber jeder hat so sein eigenes Thema, so seine eigene Nische. Das macht das echt spannend. Also wer da so alles so in Social Media unterwegs ist, auf Instagram und so, das ist schon sehr, sehr spannend. Ja. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Projekte. Joa, was gibt es denn noch so? Hast du noch was zu erzählen vielleicht? Also ich habe jetzt hier eigentlich schon so alles Mögliche, was wir uns mal so vorher überlegt haben, schon so ein bisschen durch. Ja. Hast du noch was? Oder? Ja, doch. Ich habe auf jeden Fall noch eine Sache, die wozu ich jede Läuferin und jeden Läufer gerne mal einlade. Und zwar der Verein Laufen gegen Leiden veranstaltet immer in den Vollmondnächten um 20.30 Uhr in über 70 Städten in Deutschland, Spanien, Österreich und der Schweiz. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Länder aufgezählt. Auf jeden Fall veranstaltet Laufen gegen Leiden da den sogenannten Gute-Nacht-Lauf. Immer um 20.30 Uhr in den Vollmondnächten. Mhm. Und auf der Internetseite kann man nachsehen, wo die Städte sind. Ich weiß, in Kiel ist auf jeden Fall einer. In Oldenburg ist auch einer, den betreue ich. Aber es gibt auf jeden Fall noch viele, viele mehr. Und da kann man nämlich dann einfach hingehen. Es werden so 5 bis 7 Kilometer gelaufen. Und es wird auch auf jeden und jede geachtet. Also da sind jetzt, also man schaut schon, dass man zusammenläuft. Und von jeder Teilnehmerin, jedem Teilnehmer wird eine Spende von 1 Euro erwünscht oder gern gesehen. Und das geht dann ja auch wieder an die Lebenshilfe. Ja. Wie es jetzt am 31. Oktober aussieht, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der klassisch stattfinden kann oder ob wir Corona-Auflagen machen. Wir haben, als es jetzt im März losging, haben wir gesagt, okay, wir machen den Gute-Nacht-Lauf alleine. Also konnte jeder da laufen, wo er und sie oder sie läuft und konnte dann selbstständig spenden. Aber es ist eigentlich immer eine ganz schöne Community und jeder kann da teilnehmen und man kann sich austauschen. Und also ich habe bei mir in Oldenburg meist so 5, manchmal auch 7 Leute, die essen zwar auch omnivor, also alles Mischkost, aber die erzählen mir dann auch mal, dass sie mal wieder was ausprobiert haben. Von daher, das ist ganz schön und da ist wirklich jede und jeder gern gesehen. Super, super cool. Ja, ja, also auf jeden Fall, ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Also, ja. Und dein Projekt, Maltes Projekt, das werde ich unten mal verlinken, das, was er gemacht hat, die 1800 Kilometer. Das Projekt werde ich dann mal verlinken, das ist ja Eat Smiles. Eat Miles, so rum. Richtig. Und dann noch den Gute-Nacht-Lauf, den werde ich natürlich auch hier unten nochmal verlinken. Perfekt. Und könnt euch da gerne mal umschauen und mal ja vielleicht auch anmelden, mitlaufen, wenn ihr da Lust zu habt. Ja, da freuen sie sich bestimmt auch alle da. Definitiv, ja. Die anderen 70. Sehr, sehr cool. Also in diesem Sinne, Malte, danke, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Und ja, liebe Leute, abonnieren nicht vergessen, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder oder vielleicht auch zum nächsten Läufer-Talk. Bis dahin, euer Uli und euer Malte. Malte, ciao. Tschüss.